Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Tales of Graces F. Seit dem letzten Mal habe ich ein bisschen gelevelt. Und ich denke, damit sind wir... böse einstellen. Damit sind wir dann ganz gut dabei, wenn wir auf Ebene 5 gehen. Da haben wir ja noch genügend Items, die als zulässig gelten. Und damit haben wir dann die Hälfte erreicht, wenn es um den ganzen Zone Cage geht. Nicht schlecht. So, normal. Normal ist immer gut. Ich habe seit dem letzten Mal ein bisschen Nachforschung betrieben. Und es gibt in der Tat, gibt es im Zone Cage besondere Items, die sich nochmal zum Dualisieren eignen. Und auch hier auf dieser Ebene gibt es eins. Wenn ich sie nicht finde, ich habe sie schon mal für den nächsten Part gesammelt. Also wir werden sie auf jeden Fall sehen. So, das sind die neuen Gegner. Hornblower und der andere Gegner ist zwar nicht dabei, aber es gibt noch einen anderen. Auf jeden Fall Gegner ohne Ende. Ist auch normal immer noch nicht die große Bedrohung, aber irgendwann haben wir es schon mal. Irgendwann sind seine Bedrohungen. Weil sie natürlich immer noch eine Menge überleben. Zu viel, wenn man mich fragt, aber. Naja. Ich frag keiner. Aber ich rede ja trotzdem mit euch, nicht wahr? Ja. So. Ich meine, es gab hier nur zwei neue Gegner, von daher sind das nicht ganz so interessante Sachen. Es gibt sehr viele. Lässt sich Scrappert als Schwertscheibe übersetzen oder nicht? Ich bin mir gar nicht sicher gerade. Aber auf jeden Fall eine Menge Schwertscheiben. Punkt aus Ende. Ob es sich jetzt so übersetzen lässt oder nicht. Das ist gut. Ich meine. Warum nicht, ne? Du bist der Neue, ne? Der Lauerwolf. Schön im Deutschen zu sagen. Im Englischen kann ich mir das irgendwie weniger gut vorstellen. Das wäre dann Lairwolf. Das klingt halt ein bisschen seltsam. Was nicht wirklich schlimm ist, aber es ist halt ein bisschen seltsam. Falls ihr euch fragen solltet, kann ich im Zone Cage den Turtles wirklich rufen, nachdem wir beim letzten Mal uns die Flöte angeeignet hat? Ja. Ich kann alles machen, was ich möchte. Ich kann auch mein Equipment wieder verbessern. Aber ich kann überall ohne Catch, soweit ich das gesehen habe, ich weiß nicht, ob die Preise gleich sind, aber ich denke mal schon, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber ich kann jetzt wirklich überall einen Turtles hinrufen. Das ist echt praktisch. Besonders, wenn mir mal irgendwo das Alice ausgeht. Einfach rufen und gut. Super. Ich meine, hier ist es mindestens normal von der Schwierigkeitsstufe her, damit der Schatz erscheinen kann. In der Theorie ist es immer besser, nur den Schwierigkeitsgrad zu benutzen, auf den der Schatz, dieses seltene Item, überhaupt auftauchen kann, denn naja, ansonsten sind da zu viele Items, die möglicherweise auch drin sein können. Ja, so wenn ich die Auswahl habe zwischen 18 verschiedenen Items und nur 6 oder sowas, dann kann man sich schon überlegen, was ist denn besser dann. Aber gut. Genug davon. Ihr seid nicht, ihr seid schon hier, um meine Schwafel zu hören, aber ihr seid nicht da, um zu hören, wie man sich am besten ein Item aneignet. Ich meine, man kann auch einfach diese Level doppelt, dreifach, vierfach spielen. Das ist ja das Schöne an diesem Zone Cage. Niemand meckert dann mit euch. Niemand sagt, wie konntest du nur dieses Level 30.000 Mal mit mir durchgehen? Ah! Nein. Selbst Frederick sagt dann, ja, okay. Beziehungsweise, interessanterweise, alle sagen nochmal was. Und alle sagen nochmal was Vertontes. Kommt nochmal so dazu. Alle sagen was Vertontes. Das hat mich echt überrascht. Oh,
Wobei ich jetzt nicht weiß, inwiefern ich da nochmal dahin rennen sollte. Vielleicht, wenn sehr großes Interesse besteht, schneide ich alle Boss-Szenen nochmal zusammen oder so. Aber ich renne nicht nochmal den ganzen Zone Cage durch. Ich glaube, das wäre dann wirklich uninteressant. Aber ansonsten... Ich meine nur, die Sache ist halt, der Zone Cage ab und zu dauert er lange, ab und zu nicht. Denn jetzt sind wir bei knapp 6 Minuten, sind auf Ebene 2 schon und ja, wirklich viel länger geht das jetzt nicht. Ich bleibe aber trotzdem in meiner Regel pro Part nur ein Zone Cage Level, Ebene, wie auch immer. Im Prinzip ist es ja eine Ebene. Und von da aus arbeiten wir uns weiter vor, aber im Großen und Ganzen sollte das auch immer reichen. Ich krieg da immerhin einen ganzen Boss, ne? Und ich weiß halt nie, wie das anders laufen sollte. Vielleicht, wenn ich unter 10 Minuten bleibe, mache ich auch die nächste Ebene. Vielleicht. Ich habe keine Ahnung, warum der immer momentan mit diesem Satz ankommt. Warum der Aleph Mixer kann... Also, er sagt, der Aleph Mixer ist nicht das Spielzeug für Kinder. Das ist kein... Ja, es ist kein Spielzeug für Kinder. So. Hat das jetzt doppelt gesagt? Egal. Ich habe keine Ahnung, warum er das sagt. Als würde ich den gerade irgendwie missbrauchen oder so. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es doch an seinem komischen Aleph High, aber trotz allem denke ich mir immer nur, was, ja, aber was hat das mit damit jetzt zu tun? Interessanterweise müssen diese Dinger nachladen, wenn man auf die Ebene kommt. Ist auch sehr interessant anzusehen, dann heißt es ja, das braucht noch 7 Sekunden, um sich aufzuladen. Und man konnte schon sehen, unser nächster Gegner ist Emerald. Oh Gott. Gut, wir haben das Item nicht bekommen, dann zeige ich es einfach beim nächsten Mal. So, jetzt eben noch meine Feindesstärke runterdrehen. Jedes Tales of, was ich kenne, hat irgendwelche Bonus-Dungeons und irgendwie sind sie immer wieder ein bisschen nervig. In diesem Fall ist es halt diese... Ja, Option, dass man guckt oder gucken muss eher, dass die Feindestärke nicht so hoch kommt. Naja. It can't be. Die Story ist auch sehr, sehr seltsam, das weiß ich noch. Emerald? Ich habe ja schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Das ist dann. I am Emerald, and I am not Emerald. What does that mean? In the body of the humanoid Emerald once used, a soul was born. Emerald had a certain desire. And fulfilling that strong desire has become this soul's calling. I will not let you interfere. She looks serious. But you were on Phodra. How did you get here? I snuck on board your shuttle when you left Phodra for Athenia. No one noticed me, neither you nor Emerald. Here she comes. Okay. Auf gut Deutsch heißt das schon mal, Emerald hat diesen Körper einmal benutzt. Eine Seele wurde da drin geboren. Das ist dann eben dieses Emerald 2.0. Und sie soll sich wohl an Bord unseres Shuttles gestohlen haben, als wir von Phodra wieder zurückgekehrt sind nach Athenia. Weil das Spiel es so will. Also, ich persönlich... Find das schon irgendwo lächerlich, aber es wird noch ein bisschen schlimmer.
Aber erstmal müssen wir gegen Emerald 2.0 überhaupt überleben. Oh je. Was sich aber als machbar herausstellen sollte, in der hoffe ich zumindest mal. Ich meine, wäre ja unschön, wenn wir hier auch wieder ins Gras beißen. Und um den Part ein bisschen zu verlängern, habe ich mir noch ein bisschen was vorgestellt, was wir noch machen können, was nichts mit dem Zone Cage zu tun hat. Ja, mal einfach mal gucken. So knapp 80.000 HP abgezogen, nicht schlecht. Emerald müsste, meine ich, dieselbe mystische Art besitzen, die sie schon immer hatte. Jetzt wird sie festgehalten vom Captain, auch wunderbar. Die ganzen komischen dunklen Flecken, die sie eigentlich nur abschießen konnte, weil sie sich mit Lambda verbündet hat. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Nein, nur. Oder kommen Humanoiden ausgerüstet mit Energiekugelblaster? Das würde mich auch nicht wundern, aber. Hä? Ja, Captain Malik. Ich weiß nicht, was er damit momentan hat, ehrlich nicht. Emerald, what was the strong desire you mentioned? Before Emerald became a humanoid, nature granted her one last gift. The ability to cause insatiable lust in men. Yeah. Huh? Oh, it's true. Men were falling all over themselves just to get a glimpse of her. But this was during a time of war, and such things could not continue. So she prayed. She prayed that her sudden attractiveness would go on forever! Wait, really? This doesn't have to do with Fodra or Lambda or something important. Oh, the real Emerald continued to work on those problems. But her desire to remain attractive was passed to me. To think she suffered from such a tragic past. Captain, are we supposed to take this seriously? Oh, cruel fate! How I yearn to be attractive once more! But now, I am little more than a discarded thought. Something the real Emerald simply forgot. Pardon me. Ich kann das auch nicht ernst nehmen. Bin ich ganz ehrlich. Für immer wunderhübsch bleiben, ja, schön, aber... So, jetzt kriegen wir im Prinzip einen Warnhinweis, denn die Items werden immer teurer, natürlich. Wir haben noch eine Feen-Schwertscheide bekommen. Der Angriff geht ein bisschen runter, Curse Attack geht ein bisschen hoch, Verteidigung dagegen geht noch ein bisschen mehr hoch. Finde ich also gar nicht schlecht, außerdem haben wir extra dafür gekämpft. So, und ich möchte mit euch jetzt einfach noch schnell nach Warrior's Roost gehen. Um euch zu zeigen, warum wir das überhaupt hier alles machen. Oder mitunter, warum wir das alles hier machen. Denn für unseren Sieg bekommen wir hier auch eine neue Quest im Prinzip. Eine neue... Ne? Von Amber. Denn sie hat ihr... Was ist das? Halskettchen? Beinkettchen verloren? Armkettchen? Auf jeden Fall, das ist das, was wir schon lange, 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 lange bekommen haben. Und nicht benutzen durften. Und so kommt auch das zu am Ende. Achso, genau. Ich habe auch noch die... Beziehungsweise den seltenen Drop bekommen von... dem Turtle. Nämlich das hier. Turtle's Talks. Ja, mit 5%iger Wahrscheinlichkeit lässt der dunkle Turtle diese Klamotten fallen. Mit dem wir uns in einen Turtle verwandeln können. Sozusagen. Nicht auf dem Kampffeld. Okay.
Beim nächsten Mal werden wir vermutlich eben das 6. Zone Cages machen. Ich werde leicht anderes Equipment haben, ich werde aber auch dazu erstmal was sagen, bevor wir dann überhaupt in Ebene 6 starten. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss Leute!